Hallo Community, hier sind wir wieder, Matthias, Hi. Julian, Tag. Micha von Trader Online Video. Vielen Dank für die vielen Likes und wirklich viele ausführliche Kommentare, die ihr abgegeben habt. Also da tobte sich in der Kommentarsektion richtig aus, schaut mal nach. Ja, Themen der heutigen News sind natürlich Gilden von Ravnica. Jetzt geht's richtig los, wir freuen uns alle schon. Wir reden heute über die Mechaniken und die Promos dazu. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. So, aber erstmal gibt es natürlich wieder einen Gewinner und zwar die News 36 hat die Verlosung gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Marco W. Und es gibt auch einen Gewinnerin der Close Beta 10, ne, der Magic-Ausgabe, der und zwar Larissa Kischkel. Herzlichen Glückwunsch. Jo, und auch zu dieser Ausgabe gibt es wieder ein Ultimate Guard Sponsored Package Verlosung. Da nehmt ihr teil, wenn ihr dem Kanal ein Abo gebt, das Video liked und kommentiert. Und wir packen die Hipsterwerk richtig ran, voll mit einem coolen Flex Folio Lands Edition Binder. Dann gibt es noch Lands Edition Sleeves mit dazu. Ne, also richtig stylischen Deck Case, Court of the Dead Motiv. Und wir packen noch ein Nationals Cap mit drauf, diesmal in schwarz. Also da lohnt sich definitiv mitzumachen. Na, aber falls ihr da nicht gewinnen solltet, es gibt ja wieder Preise, Preise, Preise. Die Facebook-Aktion zur Gilde von Ravnica ist angelaufen und da machen auch schon viele mit. Läuft bis zum 15.10. Eine Box hauen wir generell raus und eine zweite Box wird verlost, sobald wir 2.500 Likes der Facebook-Aktion erreicht haben. Und eine dritte Box gibt es bei 7.700 Followern unserer Facebook-Seite. Also macht da mit, sagt Freunden Bescheid und ja, nehmt da teil, dass ihr alle schön Gewinner werdet hier. Ja, Trader Liga Event könnt ihr euch auch schon mal in den Kalender schreiben. Am 30.09. ist da dann der richtig große Pre-Release in Dülmen, begleitet noch mit einem großen Modern- und Legacy-Turnier. Und da können wir schon mal sagen, werdet ihr die Möglichkeit zum Erhalt der Magic Nationals Caps noch einmalig haben. Also nochmal ein spezieller Anreiz, können wir schon mal sagen, kommt da hin, macht da mit und feiert mit uns eine große Party. So, jetzt zu den Kommentaren. Mal kurz sagen, also das Spellslinger Starter Kit, was wir letztes Mal vorgestellt haben, wurde wirklich größtenteils super angenommen. Einziges Manko ist, dass halt viele gesagt haben, ja, gibt es halt nur in Englisch, aber man muss auch sagen, das Produkt ist konzipiert für den US-Markt, ist in Deutschland ein Testballon, also wenn es hier gut angenommen wird, dann wird es solche Produkte vielleicht auch zukünftig mal in Deutsch geben oder sowas, natürlich viel, viel besser, gerade für die Anfänger wäre. Viele haben gesagt, ja, Sprache ist halt wird ein Problem, ansonsten finden das Produkt halt gut, ist halt nichts für fortgeschrittene Spieler. Ein Kommentar haben wir mal rausgegriffen vom Chris D., schreibt, schade, dass es so viele Produkte gibt, die nur in Englisch zu bekommen sind. Die neuen Produkte sind schon interessant, aber ich muss auch ehrlich gestehen, mich als Anfänger schreckt es auch ziemlich ab. Kaum legt man sich die neue Edition zu, gibt es ein paar Wochen später das nächste einsteigerfreundliche Produkt. Habe aktuell das Gefühl, das von allem bombardiert zu werden, für 300 Euro Zeug geordert, um einen Start zu finden und wieder ein neues Produkt. Also da muss man natürlich sagen, Magic haut auch mittlerweile wirklich viele Produkte raus, viel, viel früher, viel, viel mehr als früher. Aber man sollte wirklich auch gucken, welches Produkt ist denn passend für mich, so nach dem Motto. Weil man kann eigentlich schon praktisch gar nicht mehr alles kaufen, je nachdem, wie groß das Hobbybudget natürlich dann da ist. Man muss aber auch nicht alles kaufen. Man kann wirklich gucken, interessiert mich eher Commander, bin ich mehr der Rundenspieler oder irgendwie das Spellslinger Starter Kit, um mit einem Freund anzufangen oder will ich mich in Gilden und Ravnica irgendwie stürzen. Ne, also man muss nicht alles mitnehmen. Schaut wirklich mal, was für euch passt im Endeffekt. Natürlich könnt ihr auch so wie wir uns da total reinbuddeln. Es geht natürlich auch, aber das ist ja kein Zwang dahinter. Ne? Also insofern irgendwie, ihr schaut wirklich, was für euch passt. I Am Biscuit schreibt auch wieder ein Top-Video. Eine Frage habe ich aber, fällt durch das neue Booster-Set, also Gilden von Ravnica, dann eine andere weg für das Standardformat? Liebe Grüße. Ja, ne, da ist dann wirklich mit Gilden von Ravnica kommt der große Wechsel, dass wirklich Kaladesh, Äther-Rebellion, Amonkhet und Stunde der Vernichtung rutschen aus dem Standardformat raus. Und Welcome Deck 17. Und Welcome Deck 17. Ja. Ne, und da wird also praktisch das Standardformat dann jetzt praktisch ein neuer Block so gesehen aufgemacht. Ihr dürft die Karten natürlich entweder im Modern-Format weiterspielen oder natürlich ganz normal Küchentisch Magic im Freundeskreis dürft ihr die Karten natürlich so zocken, wie ihr selber nach euren eigenen Regeln wollt. Ne? Aber das Standardformat ist ja so ein Format, das soll auch immer frisch gehalten werden und deswegen kommt da jetzt einmal richtig frischer Wind mit Gilden von Ravnica rein. Wir sind auch sehr gespannt, was da passiert. Ne? Ja. Okay, Pascal Waffeleisen schreibt, vielen Dank an euch. Ihr habt mir echt beim Einstieg von Magic geholfen und mein ganzer Freundeskreis
schaut euch mittlerweile zu und zockt auch Magic. Macht weiter so tolle Videos, vielen Dank. Ja, also das ist natürlich hier unsere Mission, das freut uns auch mega, ne, wenn ihr hier euch alle mit dem Magic-Virus infiziert und wir hier eine große Runde Spaß haben, also da super. Ja. Brandschutz schreibt, hey, viele Leute würde sicher mal interessieren, wie ihr eure Sammlung verwaltet und ob ihr da strikt zwischen privater Sammlung und dem Geschäft trennt. Ich weiß, es macht sicher ordentlich Arbeit, ein solches Video zu produzieren, aber eventuell lässt es sich ja mal einrichten. Ja, die Anfrage kam schon wiederholt und wir haben jetzt ja aktuell unsere Inhalte gefunden, werden jetzt zu Gilden of Ravnica auch wieder richtig was loslegen und das begleiten entsprechend. Wir geben euch dann so nach und nach aber mal kleine Einblicke. Ja, und da ist ja der erste Einblick, den wir euch gewähren, ist ja, wenn wir 10.000 Abonnenten erreicht haben, dass wir euch mal ein Behind-the-Scenes-Video machen, wo wir zeigen, hier, so läuft eine Videoproduktion bei uns im Hause ab. Und es wird natürlich auch noch weitere Behind-the-Scenes-Videos geben, wo wir dann mal sagen, okay, wir gucken mal wirklich mal an, wie stellen wir dann uns ein Deck zusammen? Oder irgendwie, wie sieht denn deine Sammlung zu Hause dann mittlerweile aus oder so? Aber wir werden da so nach und nach irgendwie entsprechend auch mal oder einen Vlog oder so. Also es wird auf jeden Fall viel passieren. Wird nicht langweilig werden. Bleibt einfach dabei und dann kriegt das ja mit. Okay, Philipp schreibt, tolles Video. Könntet ihr vielleicht mal ein paar Tipps-Videos zu Pre-Releases machen? Am besten zu Guild of Ravnica. Ja, also wir fangen mit diesem Video ja an. Da legen wir eigentlich mit Gilden von Ravnica thematisch ja los und bleiben natürlich erstmal volle Kanne auch dabei. Und als nächstes kommt dann ja praktisch auch schon bei uns, das wird also ein Pre-Release-Unboxing-Video wieder geben, ne, wo wir Pre-Release-Pack aufmachen. Ich weiß nicht, vielleicht auch mehrere, denn diesmal wird es ja Gilden-Pre-Release-Packs geben. Sehr wahrscheinlich picken wir uns aber nur eins raus. Und beim Unboxing bauen wir auch direkt ein Deck draus. Also dann kriegt ihr so direkt mal so ein kleines Tutorial, wie wir dann so ein Deck bauen würden. Und damit geht es dann eigentlich los. Aber wir werden auch die Planeswalker-Decks dazu spielen und so. Und ja, da toben wir uns richtig aus. Okay, was ist über die Woche passiert? Ja, Cracker Pack Hauptset 2019, Teil 2. Ne, haben wir wieder Booster-Draft-Format, ein Pack geöffnet und draufgeschaut, was unser First Pack ist. Also super Format, schaut es euch mal an. Also können wir absolut empfehlen. Wir zocken ja eigentlich jeden Freitag immer Booster-Draft hier im Trading Guard Superstore, macht super Spaß. Man muss auch nicht so viele Karten zu Hause haben, man kann da wirklich seinen Spaß aus der Packung haben. Ja, und Magic Arena 11 ist die letzte Ausgabe, weil Kraxel sagte, ist doch noch eher zu sehr casual. Die Anforderung ist ihm nicht so sehr casual und er möchte seine Sachen lieber alleine machen. Also insofern ist das jetzt die aktuelle letzte Ausgabe. Finden wir natürlich ein bisschen schade. Aber mal gucken, also wir machen ja weiter und Magic wird auch weitermachen. Also mal schauen einfach, was da praktisch in Zukunft auf uns zukommt. Ne? Also langweilig wird uns definitiv nicht. Okay, jetzt kommen wir aber zu den Promos und zu den Mechaniken von Gilden von Ravnica. Ne, Gilden von Ravnica kommt ja am 5. Oktober, ist ja der Release. Und jetzt kommen so nach und nach die Veröffentlichungen, die wir ja auch mit euch besprechen. Ne, und die Gilden von Ravnica sind ja generell mehrfarbig. Ne, ja. Und jedes Hauptset, wie jetzt auch hier die Gilden von Ravnica, die bringen halt neue Fähigkeiten rein. Und Matthias will das ein bisschen aufklären. Und so die erste neue Fähigkeit ist Überwachen. Was sagt ihr denn? Ja, Überwachen funktioniert ähnlich wie der Hellsichteffekt. Im Prinzip dürfen wir uns die oberste Karte unserer Bibliothek angucken, aber anstatt die Karte dann unter die Bibliothek zu legen, legen wir sie auf den Friedhof, wenn wir sie nicht oben liegen haben wollen. Ja, also wir dürfen also entscheiden, ob wir oben drauf legen wollen oder oben oder drauflegen oder in den Friedhof. Ja. Das ist halt auch gut, weil es sehr gut mit der zweiten neuen Fähigkeit synergiert, nämlich der Katalyse. Ja, okay. Die sagt nämlich, wenn wir Karten mit Katalyse im Friedhof haben, dürfen wir sie für ihre Kosten wirken, indem wir dann noch zusätzlich eine Karte abwerfen. Das heißt, Karten, die wir im Friedhof haben, können wir nochmal wirken. Ja, okay. Klingt für mich auf jeden Fall schon wieder verbessert, so nach dem Motto. Also ich finde so der erste Eindruck irgendwie, dass ich finde jetzt ja die erste Fähigkeit überwachen eigentlich schon wieder besser, also eine verbesserte Hellsichtfähigkeit, dass sie noch ein bisschen an der Schraube gedreht haben, indem du einfach noch mehr Optionen halt hast. Magic ist ja ein Optionsspiel. Ja. Ja. Ja, hat natürlich ein bisschen zweiseitig gespielt. Einerseits ist die Karte aus dem Deck raus, andererseits will man vielleicht diese Karte ja auch im Friedhof haben. Ja. Das ist so ein bisschen... man kann sagen, man ist verbessert, manche würden sagen, das ist schlechter, aber ich finde auch, dass es schon ein bisschen mehr Möglichkeiten aufmacht. Dann gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Ne? Okay, dann sehe ich hier Totenwelt. Totenwelt, ja. Funktioniert auch super mit der neuen Überwachenfähigkeit, denn die sagt, wir kriegen extra Boni, wenn wir Kreaturen im Friedhof haben. Also zum Beispiel bei der Karte, die wir jetzt gerade hier haben, sagt sie, wir kriegen... Sie kriegt plus x plus 0 für jede Kreaturenkarte, die in unserem Friedhof liegt. Ja. Okay. Ja. Dann haben wir Mentor. Mentor finde ich cool. Ja, Mentor finde ich auch so eine schöne Agro-Fähigkeit. Ja. Immer voll auf die Fresse, ne? Ja, genau das will die auch machen. Also die Mentor-Fähigkeit sagt ja, wenn die Kreatur angreift und noch eine andere angreift, legen wir auf einer anderen Kreatur mit geringerer Stärke eine plus 1 plus 1 Marke. Ja. Was ist, wenn die Stärke gleich ist?
Dann müsste ich mal. Dann passiert nichts, ne? Die Stärke muss. Dann passiert nichts. Kleiner sein. Deren Stärke weniger ist, ja, die muss weniger sein. Ja, und die andere Kreatur muss auch angreifen. Ja, natürlich. Ja. Ne? So, dann haben wir einberufen. Ja, einberufen erlaubt es uns, Kreaturen, also große Kreaturen, ganz einfach zu spielen, indem wir unsere Kreaturen für Mana tappen. Ja. Und die Kreaturen erzeugen immer, also sie können Mana der Farbe machen, dessen Farbe sie auch sind. Das ja, heißt, das ist ja neu im Endeffekt. Ne? Also das funktioniert gut jetzt gerade, wenn man sich auch ein bisschen Tokens anguckt, gerade Sapolinge sind grün, das heißt, sie können auch grünes Mana machen. Ja, und diese Karten, also die haben keine Einsatzverzögerung. Also man kann auch Kreaturen tappen, die gerade ins Spiel gekommen sind, um die Einberufen-Fähigkeit auszunehmen. Also das macht Einberufen da entsprechend stärker. Gut, ja, dann haben wir geteilte Karten wieder, ne? Und also Split Cards, und da sagst du auch, gibt es eine Neuerung? Ja, also wir hatten ja jetzt mit dem alten Block hatten wir noch Karten, die konnten wir sagen, wir hatten einen oberen Teil, den wir aus der Hand sprechen konnten, einen unteren Teil, den wir aus dem Friedhof sprechen konnten. Jetzt haben wir geteilte Karten, die auch sich aufteilen auf zwei verschiedene Effekte, und wir können uns einen von den beiden aussuchen auf der Hand, und den können wir sprechen. Früher gab es noch Karten, die hatten einen Fusionieren-Effekt. Da stand dann auch auf der Karte Fusionieren drauf. Dann konnte man diese Kartenteile sozusagen fusionieren und gleichzeitig sprechen für die Gesamtkosten. Aber das geht bei den Karten nicht mehr. Jetzt sind es praktisch zwei getrennte Karten. Jetzt sind es zwei getrennte Karten, und man muss sich im Prinzip einen Effekt davon aussuchen. Ja, okay. Gut, ja, und das ist es, ne, zu den Karten. Genau. Ja. Hybrides Mana ist wieder mit dabei. Ne? Aber das, wir gehen dann mal auf die Mechaniken. Kleb mal mit deinem kleinen Fingerchen auf die Mechaniken, dass wir mal drauf kommen. Da war ich da gerade drauf. Ach ja, genau. Dann gehen wir auf die Promos. So, Promokarten. Gut, es gibt zum Pre-Release. Es wird diesmal bei Magic Open House wird es noch nicht die Planeswalker-Decks geben zu Gilden von Ravnica. Da gibt es diesmal zwei Planeswalker-Decks. Die wird man aber erst bekommen zum Magic Pre-Release. Da wird es praktisch für die Stores, nicht für Online-Käufe, wieder ein kleines Kontingent geben, das man im Vorfeld schon zocken kann. Mhm. Ne? Ja. Was wieder sein wird, ist, es gibt die Buy-A-Box-Promotion. Ne? Da fragen auch mittlerweile online schon viele nach, aber es ist wirklich so, die Buy-A-Box-Promotion, die ist nicht für Online-Verkäufe. Das heißt, jeder Store, je nach Store-Level, bekommt dafür ein gewisses Kontingent. Wir haben bei uns das aufgeteilt, Pre-Release-Kontingent für das Samstags-Event im Trading Card Superstore hier in Regen und Sonntag das gleiche Kontingent nochmal für die Trader Liga Pre-Release Event in Dülmen. Ne? Und da könnt ihr praktisch euch voranmelden, sobald die Anmeldung offen ist. Also sobald ihr bei uns auf der Webseite seht, hier, da ist jetzt das Announcement für Dülmen, ist jetzt vollständig da. Wir informieren natürlich über Facebook, oder sobald wir sagen, hier ist jetzt die Anmeldung für den Store, für den In-Store Pre-Release offen, dann könnt ihr euch voranmelden, denn ich glaube, die Leute sind, also ich merke das schon, die sind heiß, ne? Weil die Promo ist auch super. Also die hauen da jetzt diesmal dann die größte Kreatur rein, die Magic je hatte. Das ist ja so ein 16er Wurm für eigentlich 10 Mana, den du aber hier mit Einberufen günstiger spielen kannst. Ne? Ja. Und der halt sagt, ja, er ist unzerstörbar. Ne? Einziges Manko ist, der trampelt nicht. Ne? Aber es ist dann wieder so eine Kiddie-Karte, wo du sagst, also weil das ist eine Karte, die Karte ist eine Standard-Legale und du kriegst die halt nur, wenn du ein Display kaufst. Ne? Mittlerweile ist es so, dass sie sagen, okay, das Display darf halt erstmals am Pre-Release verkauft werden. Man dürfte die Promo auch später noch dabei legen, aber tatsächlich ist es so, der Run wird so groß sein, dass die Displays eigentlich alle zum Pre-Release weg sind. Ne? Und beim letzten Mal war es ja auch so, dass die Pre-Release-Karte oder die Buy-Box-Promo-Karte, muss man ja sagen, dass die auch wirklich Einzug ins Standard-Turnier-Format gefunden hat. Ne? Also da ist es auch wirklich so. Ich finde es eine super Sache, um die lokalen Stores zu stärken. Ne? Und und auch nochmal irgendwie, also die Displays werden bei uns einen kleinen Schlag teurer sein als die Online-Displays, ne? Wegen dieser Promo entsprechend dann da. Und das ist auch gut für den stationären Handel, dass die einfach sagen, hier, guck mal, die Box mit der Promo hat einfach einen höheren Wert. Und die Spieler kriegen die Artikel natürlich auch einfach eine Woche früher, was ja auch wieder cool ist, ne? Mit der Promo. Also ich finde, das ist eine sehr gute Sache und umso schöner, wenn da eine tolle Karte mit reinkommt. Ja, bevor das Pre-Release aber kommt, endet ja Hauptset 2019 mit dem Store Championship. Das ist dann Termin 10. bis 16. September, muss man immer gucken, wann es stattfindet. Ne? Bei uns findet es am Samstag statt, das ist dann, glaube ich, der 15. oder 16. September oder so. Ne? Da gibt es dann auch wieder coole Artikel, denn zum einen gibt es eine Promokarte, solange der Vorrat reicht. Die finde ich richtig super. Das ist hier Emara Soul of the Accord. Lässt schon mal so einen Einblick geben.
eben auf Gilden von Ravnica, wie stark der Level ist. Da haben wir jetzt ja diese Neuigkeit, dass wir legendäre Kreaturen haben, mit zwei Mana, ein weißes, ein grünes, ein 2-2er, der ein Elf ist, kein Soldier, aber ein Cleric halt, aber für Elfendecks, da ist natürlich auch wieder deine Verstärkung in den Stämmen, ne? Und immer, wenn der getappt wird, kreierst du einen 1-1 weißen Soldier Creature with Lifelink. Also da kannst du schon wieder irgendwie Tap, Untap, Klamotten, Fummeln machen oder so. Der muss ja nicht angreifen, der muss ja nur getappt werden. Da kannst du irgendwie mit Fummeln. Generell finde ich den als 2-2er dafür super. Zum Beispiel jetzt mit der neuen Einberufen-Fähigkeit. Sie macht weißes oder blaues Mana, wenn sie liegt, mit einberufen. Und da tappt man sie ja bei. Deswegen erzeugt man dann direkt noch einen Stein dabei. Ja. Und auch, dass der Token auch direkt Lifelink hat. Also finde ich auch super. Ne? Also da merken wir schon auch, die Promokarten sind richtig gut. Ja, und beim Store-Champ, also der wird ja normal als reguläre, das ist ja ein Reprint von einer oder ein Print von einer Rare-Karte. Der wird also in Gilden von Ravnica wird es dann Rare sein. Und wir haben entsprechend für die Top 8 gibt es wieder Deckboxen und der Champion kriegt eine richtig stylische Champion-Matte, auf die du auch schon total heiß bist. Die ist mega schön. Also ich finde die richtig cool. Du hast ja letztens im Store einmal gewonnen. Ne? Bist ja Erster geworden. Ne? Hast alle weggemacht. Ne? Einmal, ja. Ja, musst du nur noch mal Glück haben, dass das noch mal klappt. Da war ich aber nicht dabei. Ja, da geht das Battle wieder ab hier. Ne? So, also da haben wir die Matten. Dann danach, nach dem Store Championship, dann kommt wieder Magic Open House. Ja, also da könnt ihr wirklich deutschlandweit extra, also müsst ihr auch gucken, welcher Local Store das bei euch anbietet, zu welchem Termin entsprechend auch. Ne, da wird es wieder neue Welcome Decks geben und fürs Magic erklären, so gesehen, gibt es dann da den Boros Challenger als Promokarte. Der ist für ein weißes, ein rotes, eine 2-3 Kreaturen, ein Mensch-Soldat, Human Soldier. Ich denke mal, die Promo sollte es dann auch in Deutsch geben. Ja, mit der Mentor-Fähigkeit. Das heißt, ne, wenn er angreift, bekommt eine andere Kreatur einen +1/+1 Counter, wenn die halt weniger Stärke hat als er, so nach dem Motto. Aber da kannst du ja deine Token-Armee mit dann verstärken. Ne? Ja, das sind ja nur Kreaturen mit einer 1 vorne, würden dann verstärkt werden. Ja. Deswegen. Ja. Und du kannst ihn ja, wenn du genug Mana hast, nachher selber vorne verstärken, dass du praktisch deine Mentorenfähigkeit weiter ausweiten kannst. Ne? Ja. Also ich finde Mentor richtig cool, weil weiß-rot will ja aggro, will ja aber immer nach vorne gehen. Ja. Also das ist schon cool. So, dann kommt es ja zum Magic Pre-Release, wo wir sehen, wir haben jetzt ja in Gilden von Ravnica, sind jetzt ja 5 Gilden präsentiert. Matthias, welche Gilden sind es und welche Farben haben sie? Wir haben da, müssten noch darunter auch stehen, ja genau. Wir haben Boros mit Rot-Weiß, wir haben Izzet mit Rot-Blau, wir haben Golgari mit Grün-Schwarz, Dimir mit Blau-Schwarz und Celestia mit Weiß-Grün. Ja, also da könnt ihr wirklich gucken, welche Farben für euch sind. Also es ist ja auch so, es wird diesmal, ich habe ja schon gesagt, 5 Pre-Release-Kits geben, immer in der Farbe der Gilden. Da muss man ein bisschen schauen. Wir werden es bei uns zum Beispiel so machen, dass die zufällig vergeben werden, aber die Spieler dürfen dann, bevor es zum Deckbau geht, die Packs untereinander tauschen, wenn sie wollen. So nach dem Motto, andere Stores machen vielleicht anders. Ne? Aber da kommt auch schon so ein eigener Mix dann da rein. Ne? Ja, und danach geht es dann ja, nach dem Pre-Release kommt ja praktisch dann der Release. Der wird wieder mit einem Draft-Wochenende verbunden sein. Haben wir denn schon die Draft-Wochenende? Da, Draft-Wochenende-Promo. Also freue ich mich auch schon richtig drauf, damit dann zu draften. Und da wird es dann die Promo geben, die Teilnehmer-Promo. Fireman's Research, haben wir noch keine deutsche Grafik für, aber sagt, als Verzauberung für einen ein rotes, ein blaues Mana, immer wenn du ein Instant oder Sorcery-Spell machst, dann wird ein Counter draufgelegt, also bei jedem Spontanzauber, bei jeder Hexerei. Und für ein blaues, ein farbloses, kannst du 2 Charge-Counter runternehmen und ziehst eine Karte. Oder für ein rotes und ein farbloses musst du 5 Counter runternehmen und er macht 5 Schadenspunkte auf any target. Ah, auf die Karte freue ich mich. Die wird schön. Warum? Ja, also Izzet Control, das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Und da gerade in einem Control-Deck, Turn 2, also in Runde 2 das legen und dann für jeden Counter, den man spielt, eine Marke drauflegen, Karten nachziehen und dann eventuell damit auch das Spiel gewinnen. Weil wenn du 5 Counter da runternimmst, machst du 5 Schaden auf den Gegner, wenn du möchtest. Ja, ich finde es auch super stark, weil das Enchantment bleibt ja liegen, so nach dem Motto. Ne? Also das ist auch, und ich habe immer noch Angst vor diesem, also es gibt ja mittlerweile so viele Karten und auch starke Karten mit Counter drauflegen. Und man merkt das ja im Einzelkartensegment, dass auch praktisch schon diese Karten teurer werden, die einfach irgendwie die Anzahl der Counter verdoppeln. Also dass du dann irgendwie merkst, es gibt solche Decks, ne, wo du dann einfach so unglaublich schnell irgendwie Counter legen kannst und dann geht das richtig ab. Ne? Aber auch ein sehr, sehr schöne Promo und auch wieder ein schöner Anreiz zu sagen, ich komme in den Store, ich mache beim Draft-Wochenende mit oder so, kann ja auch einsteigen. Wir machen bei uns ja immer, trennen wir die Einsteiger von den Fortgeschrittenen. Also da so gesehen, wenn ihr möchtet, kommt, besucht uns mal, spielt mit uns.
Lernt uns kennen und da werdet ihr nicht übervorteilt. Also wir haben da eine große Tüte Spaß für euch. Ne? Ja, okay, dann geht es mit dem Friday Night Magic ja praktisch danach dann los. Ne, und also immer freitags auch in den Stores ist dann da Friday Night Magic. Wir machen das bei uns immer im Booster Draft. In anderen Stores gibt es vielleicht noch andere Formate, aber da gibt es dann 3 neue Promos, die da über den Zeitraum vergeben werden. Und da haben wir einmal jetzt leider auch nur englischsprachig, aber das Konklav-Tribunal. Wieder ein Enchantment, ein weißes 3-Farblose mit der Convoke-Fähigkeit. Haben wir gerade vorgestellt, also ist einberufen. Wenn Convoke-Tribunal enters the battlefield, exile target, non-land permanent and opponent controls until Convoke-Tribunal leaves the battlefield. Okay, also wir können wieder einfach was, eine Bedrohung entfernen. Mhm. Ja. Creature Removal ist ja. Ja, mit der Convoke-Fähigkeit ist die ganz gut. Also wir haben die Karte jetzt gerade noch in Standardrotation drin. Die auch für kostet auch 4, macht das gleiche, hat einen kleinen anderen Effekt dabei, aber da ist eine schöne Ersetzung. Also die ist gut. Ja, ne, also die werden alle stark sein. Hier haben wir entsprechend einen Counterspell, Sinister Sabotage, 2 blaue, 1 farblose. Counterdecks funktionieren jetzt ja auch wieder. Ne? Und dann auch so mit einem sehr schönen Artwork, Counter-Target Spell und Surveil 1, das ist ja Überwachen. Überwachenfähigkeit. Das heißt, wir können dann danach, also wir countern und können dann uns die oberste Karte angucken, entscheiden, oben drauf oder in den Friedhof. Ne? Ja. Ja. Okay, und dritte Promo ist Thought Erasure, eine Hexerei für ein schwarzes, ein blaues. Der Zielgegner zeigt seine Hand. Wir wählen eine Nicht-Land-Karte. Der Spieler muss die Karte abwerfen und dann wieder mit Surveil. Also bei der Karte glaube ich, dass sie auch tatsächlich in Modern Einzug finden wird. Die ist nämlich sehr, sehr stark. Ja. Ja. Also für 2 Mana und wir dürfen die Hand anschauen und eine beliebige Karte abwerfen, die kein Land ist. Ja. Und wir dürfen dann noch Überwachen 1 machen. Ja. Also die ist sehr stark. Okay, gut. Also Power Level von den Karten, die wir jetzt schon sehen, sagen wir, finden wir super. Ja. Ja. Hier haben wir noch kurz die Magic Liga. Startet ja, ist ja dieses Einsteigerformat. Ne? Die Stores haben dann einen Ligaspieltag. Können wir da noch mal kurz drauf schauen. Da gibt es die Teilnehmer-Promo Necrotic Wound für ein schwarzes, ein Spontanzauber. Hier mit der Undergrowth-Fähigkeit. Zielkreatur kriegt minus x bis zum Ende des Zuges, wobei x die Anzahl der Kreaturenkarten in deinem Friedhof ist. Wenn die Kreatur stirbt, wird sie geexalt. Ne? Einfach ein schöner Creature-Removal für ein schwarzes Mana. Und wie gesagt, wir können ja mit Fähigkeiten spielen, die uns einfach auch den Kreatur und den Friedhof vollhauen. Ja, ne? Zum Beispiel der Überwachenfähigkeit. Ja, du bist ja da. Und und dann geht's samstags, machen wir bei uns ja im Trading Card Superstore auch immer jeden Samstag, dann kommt hier der Standard Showdown. Ne? Und da wird es dann entsprechend wieder Standard Showdown Booster geben. Finde ich auch richtig cool. Schreiben Sie, was drin ist? Schreiben Sie nicht. Okay, das werden wir dann ja sehen. Ne? Ja. Und das ist dann praktisch der Zyklus. Wo ich aber sagen muss, finde das richtig cool, dass Magic da auch wieder richtig coole Promos rausbringt. Die Vorfreude ist dann da. Einfach, das merkt man ja an den Spielern auch, das merken wir auch in den Kommentaren. Ne? Und das, was wir jetzt mittlerweile schon sehen zu Gilden von Ravnica, lässt uns ja schon wissen, praktisch die Edition wird super. Schockländer sind dabei. Ja. Ne? Also da wird es auch wieder was für die Turnierumgebung entsprechend geben. Und ab jetzt stellen wir euch ja natürlich immer dann, ab den nächsten News, dann wirklich die Karten-Highlights vor, wenn wir alle durchsprechen. Und ich freue mich schon sehr drauf. Okay, jetzt aber sind wir für diese News raus. Noch kurz die Info, was kommt von uns zum Wochenende. Da ist das letzte Cracker Pack 3 nochmal dran. Dann haben wir Hauptset 2019 noch abgeschlossen. Ne? Und gucken, ob wir es zeitlich hinbekommen. Aber vielleicht habe ich als Lückenfüller breite ich nochmal ein Oldschool-Deck von mir aus oder so. Ich zeige nochmal Magic vor irgendwie 15 oder 20 Schön. Jahren. Mit irgendwelchen mittlerweile scheiße teuren Karten oder so von damals. Gucken wir mal. Was soll ich schauen? Gucken, ob ich Zeit finde. Okay, aber jetzt von uns auf jeden Fall der Aufruf. Abonniert den Kanal, like die Videos, informiert Freunde. Und dann wünschen wir euch viel, viel Spaß mit Magic. Und wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe. Ne? Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao.